Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir begleiten die kleine Hanna. Sie leidet an der Muskelschwundkrankheit spinale Muskelatrophie, kurz SMA. Alle 4 Monate muss sie ins Krankenhaus. Auch für ihre Eltern Jasmin Christoffersen und Fabian Kühn eine große Belastung. Wir wissen natürlich, dass notwendig die Behandlung, weil ansonsten die Krankheit weiter fortschreiten würde. Und da sind wir natürlich auch hin und her gerissen. Und es tut weh, wenn wir unsere Tochter sehen, dass sie da leidet. Das einzige zugelassene Medikament in Deutschland heißt Spinraza. Hanna bekommt es in den Rücken gespritzt, muss dafür jedes Mal betäubt werden. Beim Eingriff dürfen weder die Eltern noch wir dabei sein. Es ist schon ein ganz schlimmes Gefühl, wenn sie natürlich auf dem Arm jetzt schon quasi durch die Sedierung dann einschläft. Und man hat ja gesehen, wie stark sie Angst hat ja auch tatsächlich. Und man kann eigentlich gar nicht so viel sagen. Also es ist für uns emotional schlimm. Spinraza muss ein Leben lang verabreicht werden. Mit dem neuen Medikament Zolgensma wäre dies nicht der Fall. Es repariert ein kaputtes Gen, müsste nur einmal verabreicht werden. Wenn es die Möglichkeit gibt, über eine andere Therapie das alles zu ersparen, dann sind wir gerne bereit, da eine andere Therapie zu beginnen. Ja. Also wie groß ist der Wunsch eigentlich nach dem neuen Medikament auch? Riesengroß für uns. Also keiner wünscht sich einfach, dass sein Kind das alle ein paar Monate erleben muss. Nach der Behandlung sprechen Hannas Eltern mit Dr. Jonas Denecke. Für den Mediziner ist eine Therapie mit Zolgensma nicht so einfach. Das Problem, das Medikament ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Wir haben einen Zulassungsrahmen. Ja, das ist wie wenn Sie ein Auto fahren wollen, was nicht zugelassen ist. Und Sie sagen, ich will das Auto. Dann muss es verdammt gute Gründe geben, einfach im rechtlichen Rahmen. Ja, das ist dann kein mehr ich will. Ja, sondern da muss ich mich in einem rechtlichen Rahmen bewegen. Und der setzt mir Grenzen. Ja. Grenzen, mit denen Jasmin Christoffersen und Fabian Kühn nicht gerechnet haben. Bislang standen sie vor einem anderen Problem. Zolgensma kostet rund 1,9 Millionen Euro. Ihre Krankenkasse wollte das nicht zahlen. Bis zum Auftritt bei Stern TV im vergangenen November kämpft die Familie um die Bezahlung des Medikaments und das mit Erfolg. Jetzt hat sich aber gestern Abend auf einmal die Situation komplett verändert. Was ist passiert? Ja, wir haben gestern Abend, während des Abendessens, die tolle Nachricht unseres Anwalts erhalten, dass die Krankenkasse die Kostenübernahme bewilligt hat und Hanna nun das Medikament in Deutschland bekommen kann. Das heißt, die Kasse hat zugesichert, sie zahlen diese teure Behandlung. Vergangene Woche besuchen wir Hanna und ihre Familie erneut zu Hause in Ahrensburg bei Lübeck. Seit ihrem Besuch bei Stern TV hat sich ein neues Problem aufgetan. Wir haben ja tatsächlich gedacht, dass unsere größte Hürde sein wird, dass jemand die Kosten übernimmt für das Medikament. Und jetzt stehen wir vor der Hürde, dass wir tatsächlich keinen Arzt und kein Krankenhaus finden, der Hanna das Zolgensma verabreichen möchte, kann oder wird. Ja. Das Geld ist da, aber jetzt gibt es per Mail eine Absage nach der anderen. Mittlerweile haben die Eltern 17 Kliniken für eine Behandlung mit Zolgensma angefragt. 15 haben bereits abgelehnt. Es zerreißt einen schon. Also wir sind wirklich verzweifelt. Wir haben ja jetzt auch gefühlt wirklich jede mögliche Klinik in Deutschland angeschrieben und angefragt. Und mit jedem weiteren Schreiben, das man tätigt, ist natürlich immer wieder ein kleiner Funken Hoffnung da. Und diese Hoffnung wird natürlich zum Teil sehr schnell wieder zerschlagen. Vor 3 Monaten besuchen wir die Familie zum ersten Mal. Hanna hat einen kleinen, extra für SMA-Patienten gebauten Rollstuhl, mit dem sie sich durch die Wohnung bewegt. Derzeit ist es so, dass Hanna ihre Beine gar nicht selbstständig bewegen kann. Oder hier zu Hause fällt ihr das eben immer wieder auf, dass es viele Dinge gibt, wo sie hin möchte und die sie nicht erreichen kann. In den Situationen haut sie sich auch immer mal wieder auf ihre Beine und sagt irgendwie Beine, irgendwie ganz verzweifelt. Als Hanna etwa 7 Monate alt war, fiel den Eltern beim Babyschwimmen auf, dass etwas nicht stimmt.
Ja, im Grunde haben alle Kinder mit den Beinen gestrampelt wie wild und Hannah ja gar nicht. Also Hannah hat dann irgendwie zum Planschen ihre Hände benutzt und eigentlich sind da so die ersten kleinen Auffälligkeiten ja irgendwie entstanden. Bei SMA werden vor allem die Muskeln der Beine, Arme und im Rücken geschwächt. Hannah muss jeden Tag Physiotherapie machen. So sollen ihre noch vorhandenen Muskeln gereizt und trainiert werden. Ja. Schaffst du noch mal? Nein. Manchmal weint sie dabei auch ganz doll, weil es auch ganz doll anstrengend für sie ist, weil natürlich ihre Muskeln eigentlich gar nicht in der Lage dazu sind, solche Bewegungen zu machen, aber wir sie jetzt durch diese Reize dazu zwingen, das zu machen. Auch heute ist Krabbeln, Laufen oder frei sitzen für das Mädchen noch immer fast unmöglich. Zu Weihnachten hat sie eine kleine Kinderküche bekommen. Damit spielen kann sie aber nur dank dieses selbstgebauten Stuhls. Die hat der Weihnachtsmann für Hannah gebracht. Und weil sie sich ja jetzt nicht selber irgendwie fortbewegen kann in der Küche, haben wir hier oder habe ich selber einen Stuhl gebaut, damit sie mit den Händen sich da ein bisschen dran langziehen kann, wenn sie zum Beispiel zum Kühlschrank oder hier vorne zur Essensausgabe will. Trotz der Therapie mit Spinraza schafft es Hannah nicht, durchs Zimmer zu krabbeln. Los, Hannah! Ihre Beine muss sie mit viel Anstrengung hinter sich herziehen. Guck mal, wir stellen es hier hin. Das wird für sie so langsam bewusst, dass sie ihre Beine nicht so benutzen kann wie ein gesundes Kind. Und das tut natürlich sehr weh, dass sie dann auch viele Sachen dadurch nicht machen kann. Ja. Die Eltern hoffen, dass das neue Medikament Zolgensma ihrer Tochter eine dauerhafte Verbesserung bringen könnte. So wie beim kleinen John. Jana Brands Sohn ist ein Jahr jünger als Hannah, hat SMA Typ 1, die heftigste Form der Krankheit. Vor 3 Monaten hat er Zolgensma bekommen. Also John hat sich wirklich sehr verändert. Also man merkt, oh, er will. Also er manches kann er noch nicht, aber wie gesagt, er versucht sich zu drehen. Es ist wirklich Wahnsinn. Also so, wenn wir baden oder so, wir versuchen, dass er halt seinen Kopf dann versucht zu heben und so. Nicht nur Bewegungen mit dem Kopf waren früher kaum möglich, erzählt die Mutter. John habe auch die Stabilität in seinen Beinen gefehlt. Na, also das war vorher undenkbar. Also vorher war das halt wirklich diese typischen Froschbeine, sagt man immer dazu. Da sind die auseinandergeklappt und dann war Ruhe. Ne? Also dass da überhaupt mal so ein bisschen Spannung dahinter war, das war gar nicht denkbar. John ist eines von nur 3 Kindern, die in Deutschland mit Zolgensma behandelt wurden. Uns freut es auf jeden Fall und wir hoffen, dass es natürlich weiterhin solche Fortschritte macht. In Deutschland werden pro Jahr rund 50 Kinder mit SMA geboren. Über Skype sprechen wir mit 3 weiteren betroffenen Familien. Der kleine Muhammad hat ebenfalls SMA Typ 1. Ohne Beatmungsgerät würde er im Schlaf ersticken. Seine Mutter Seyhan Büyük hofft daher auch auf eine Behandlung mit Zolgensma. Als Eltern will man sein Kind halt nicht so sehen und dann möchte man einfach alles machen, egal was es ist. Einfach machen, damit es halt ihm besser geht. Wenn diese Spritze helfen sollte, dann würde ich das gerne natürlich haben wollen. Der kleine Thiago hat SMA Typ 2. Eine Zolgensma-Behandlung ist für seine Eltern Stefanie de Freitas und Jens Hafner der größte Wunsch. Doch auch ihre Ärzte wollen das Medikament ohne Zulassung nicht verabreichen. Es gibt was, man könnte was machen, man könnte auch helfen. Und irgendwo verstecken sich alle hinter dieser Zulassung. Fatma Alkurt hat bereits ihre Tochter Irem wegen der Erkrankung verloren. Ihr Sohn Alpaslan ist ihr 2. Kind mit SMA. Auch hier wollen die Ärzte noch nicht mit Zolgensma behandeln. Ich weiß zum Beispiel ganz genau Bescheid, was auf uns zukommen könnte demnächst, in der Zukunft. Mit der Angst zu leben ist sehr schlimm. Hannas Ärzte haben lange über eine Therapie mit dem neuen Medikament nachgedacht, sich aber letztendlich auch dagegen entschieden. Der Vorteil für Spinraza, wir haben langjährige Erfahrung, wir kennen genau das Nebenwirkungsprofil, es wird gut vertragen. Der Nachteil von Zolgensma, es gibt wenige Patienten, die bis jetzt damit behandelt worden sind, verhältnismäßig. Wir kennen das Nebenwirkungsprofil nicht, wir wissen nicht, ob es lebenslang wirkt. Also es gibt noch Fragezeichen da. Auch hier will man auf die Zulassung warten. Hannah kann dank der Therapie mit Spinraza mittlerweile zwar ihre Arme und Hände gut bewegen, ihre Beine aber noch nicht.
Bislang ist Sol Genzmann nur in den USA zugelassen. Dort muss die Behandlung vor dem zweiten Geburtstag erfolgen. Danach geht es nicht mehr. In knapp 4 Wochen wird Hannah 2 Jahre alt.